Danke für die Minute. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in 2 Minuten habe ich mir überlegt, wie erklärst du es eigentlich als Mitglied einer Mitte-Gelb-Koalition der Opposition rechts, links und, naja, da müssen wir noch mal drüber reden. Also, ich will es einfach machen, weil ich mich mehr an die CDU wende, weil ich da noch hoffe, dass der Verstand noch zurückkehrt, nachdem man eigentlich ja hier nichts anderes macht, als dass man inneren Stress, den man hat, versucht, durch einen äußeren Feind zu ersetzen. Das wird Ihnen auf Dauer nicht gelingen. Versuchen wir es so. Es gibt Covid, das bekämpfe ich, das mache ich mit aktuellen Mitteln. Und es gibt Long-Covid, da muss ich mich auch mit beschäftigen. Und in der Wirtschaft, liebe CDU, nur wie Sie es jetzt wieder getan haben, auf Jährlichkeit zu gucken, was mache ich heute und jetzt, ist genauso dumm wie der Ansatz zu sagen, ich bin für null Neuverschuldung. Das ist wie, wenn Sie übrigens einem Häuslebauer sagen, warte mal, bis du 62 bist und genug Geld gespart hast und dann fängst du an zu bauen. Wir schauen auf die nächsten Jahre mit dem, was wir hier mit diesem Nachtragshaushalt vorlegen. Und das bedeutet ganz einfach und verkürzt, wir haben bei dem Thema Investitionen ein Defizit. Dieses werden wir in den nächsten Jahren nachholen. Dafür nehmen wir einen Fonds, der vom Parlament begleitet wird. Wir werden in Haushaltsberatungen 2022 diesen Fonds intensiv beraten und Frau Kollegin Lötsch eben dann auch als Parlamentarier intensiv beraten. Und wie ist der Fonds dann zu gestalten? So wie das Verfassungsgericht es beim Thema Nachhaltigkeit gesagt hat. Wir sorgen an der Stelle dafür, dass das, was für die Wirtschaft langfristig notwendig ist und nicht nur das, was kurzfristig nötig ist, erfolgen kann, zeigen, dass wir diese Planung machen und geben damit die Sicherheit, die Sie in den letzten 4 Jahren als CDU-CSU nicht gegeben haben. Und zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Weil hier von allen Seiten immer wieder behauptet wird, ja, da machen Sie neuen Schulden. Erstens, keine neuen Schulden. Das ist der essentielle Unterschied zu dem, was Sie als CDU gemacht haben, in der letzten Legislatur zusätzliche Schulden aufzunehmen. Zweitens, wir werden in der übernächsten Debatte 350 Milliarden an Garantien und Krediten streichen. Das heißt, diese Koalition geht nicht nur hin und sagt, das, was wir haben, nutzen wir, wo wir es brauchen, sondern sagt, auch da, wo wir es nicht brauchen, streichen wir Kreditermächtigung. Das ist moderne Politik aus der Mitte. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Carsten Körber.